Rachel, schön dich zu sehen. Dabei hast du wahrscheinlich schon genug von dir gesehen. Otto, es tut mir leid, dass niemand eure Arbeit würdigt. Aber es gibt andere Wege, respektiert zu werden. Hast du dieses Armenmärchen wirklich geglaubt? Hier geht es nicht um Respekt und Dankbarkeit oder was auch immer du da faselst, du Blechdose. Es geht um Macht. Und was macht mächtiger als Intelligenz? Der Ilia? Nichts übertrifft die Stärke des Geistes. Seht ihr das hier hinter mir? Das ist es, worauf ich hingearbeitet habe. Ich habe eine Technologie entwickelt, mit der ich die Intelligenz eines Wesens in der einen Kammer auf das Wesen in der anderen übertragen kann. Was? Wenn ich diese Klone zur vollen Größe herangezogen habe, fange ich mit meiner Ratchet-Armee jedes intelligente Wesen des Sonnensystems. Dann übertrage ich ihre Geisteskraft auf mich und werde das intelligenteste Wesen aller Zeiten. Das ist einfach nur böse. Ja, aber das wird dir nur gelingen, wenn du an uns vorbeikommst. Leichter getan als gesagt. Was ist jetzt, Timer? Müssen wir jetzt irgendwie fliehen oder so? Ich habe keine Ahnung. Oder einfach so lange überleben. Ja, das war das, ne? Das war schon mal ganz gut. Ja, ich habe auch bald keine Schilde mehr, ich weiß. Bekommen wir nochmal Munition? Ja, grundsätzlich schon. Rüttelkanone. Will ich aber gar nicht. Ich will keine Rüttelkanonen-Munition. Wow. Noch mehr Rüttelkanone. Schockraketen. Na, danke schön. Finally. Kriege ich mal ein paar Schockraketen. Okay, ich glaube, ich muss einfach nur überleben. Die Zeit, wie sie abläuft. Und wenn ich mehr töte, bringt mir das gar nicht mehr, oder? Weil dann sowieso neue spawnen. Von daher, warum sollte ich die denn töten? Ich kann ja hier auch erstmal einfach rumlaufen. Und so tun, als würde ich sie töten wollen. Aber am Ende mache ich erstmal gar nichts. Ja, das bringt halt nichts. Ich brauche andere Munitionsdinge. Und ich kann wirklich nicht die ganze Zeit ballern ohne Ende. Aber ich habe kein einziges Leben verloren bisher. Komm, halt doch mal um jetzt. Das kann doch nicht sein, wirklich. Jetzt Schild vorbei. Brauch mehr Schild. Vor dem Schild ist nach dem Schild. Keine Ahnung. Ich glaube, ich soll wirklich einfach überleben, kann das sein? Samalma-Munition. Also, falls ich jetzt hier alle töten soll. Also, das. Das klappt schon mal nicht, würde ich behaupten. Das geht nicht. Nee. Das geht wirklich nicht. Da hat Otto wohl was vergessen. Ohne dich bin ich nur halb so gut. Stimmt.
Papa, bist du das? Ja, ich bin's, du Trottel. Ich meine, Sohn, sei ein braver Junge und schaff mir die beiden da vom Hals. Papa, warum hast du Quark so klein gemacht? Ich habe etwas zu erledigen, Sohn. Und jetzt ist es Zeit, mich um deine Spielkameraden zu kümmern. Oh nee. Oh nee. Was passiert hier? What's happening? Das ist ja unfassbar. Da habe ich echt wenig aufgepasst. Ja, ja, ich sehe schon. Wir müssen hier immer aufpassen. Wow. Okay. So viel dazu. Wir dürfen uns auch nicht einholen lassen. Guter Schuss. Gar nicht mal so übel. Also, wo waren wir? Na, das wird ja immer besser. Wow, mit Riesenklank gegen den kämpfen. Wow, aber wenn der uns trifft, machen wir auch, kriegen wir Ultra Damage. Das ist dumm. Wir kriegen super viel Damage. Hallo. Rakete. Ja, ja. Ich merke schon, das ist alles hier raketenreich. Das ist ja. Okay, ich muss ihn, glaube ich, erstmal so. Aber wenn er jetzt... Ich verstehe das Kampfsystem hier noch nicht ganz. Okay, da, wenn er jetzt in der Luft ist, haben wir keine Chance. Okay, jetzt langsam habe ich es ein bisschen raus. Aber das ist natürlich schon auch wieder ein bisschen... Hat ein bisschen Godzilla-Vibes hier, ne? Mit so Riesenclank gegen den Dude da jetzt kämpfen. Ich kann aber ehrlicherweise gar nicht einschätzen, ob das jetzt irgendwie im Ansatzweise gut ist, wie wir gerade verfahren. Wir haben halt auch nur noch 15 Leben, ne? Das ist halt schon nicht so viel. Und ich bräuchte wirklich langsam Leben. Okay. Wir fangen einfach nochmal von vorne an. Das war der Anfang. Wir müssen erstmal lernen, wie man hier das vernünftig spielt jetzt. Dann kriegt man das, glaube ich, besser hin. Leute, ist das schon das Finale? Ich kann es wirklich gerade gar nicht einschätzen, ob das jetzt das Finale ist oder nicht. Wir kämpfen auf jeden Fall nicht gegen Dr. Nefarius. Es ist eher so ein schlechter Dr. Nefarius-Klon. Ich glaube, er wäre gerne Dr. Nefarius. Das ist das traurige Leben des Dudes.
Ja, ja, okay. Wenn einmal getroffen, dann ist aber auch wirklich fast Game Over. Okay, nee, gerade irgendwie gar keine Berechtigung, ihn zu treffen oder so. Das gefällt mir nicht so. Ich glaube, wir müssen wieder so... Mit Steuerkreuz geht das ganz gut. Wenn man jetzt beispielsweise nur nach links und oben drückt, so ein bisschen quer, dann zählt das auch immer fleißig, um ihn zu treffen. Und zack. Papa, nimmst du mich, Huckepack? Sei vorsichtig. Du hättest mich fast getroffen. Noch mehr Kämpfe. Leute. Ist das jetzt das Ende? Naja, wäre dumm, jetzt aufzuhören, oder? Wäre dumm, jetzt aufzuhören. Come on. Was ist denn jetzt hier Phase? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen jetzt? Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe schon, der wird jetzt hier irgendwie von... Hä? Was soll ich da machen jetzt bitte? Okay, einfach ballern. Und dann? Wow, wir haben wirklich... Also wir brauchen mehr Schockraketenmunition. Sage ich auch so, wie es ist. Das ist ja das Einzige, was annähernd Sinn macht. Wenn wir da jetzt so mit draufballern, weiß ich auch nicht. Und was sollen wir da machen? Was wollen wir da machen? Ich weiß es nicht. Wir brauchen, glaube ich, das, um die Schilde zu zerstören. Ja, zwei Treffer von dem und ich bin down. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Okay. Eigentlich müssten wir alles auffahren, was wir haben, oder? Ja, das ist dumm. Das ist super dumm. Das ist super dumm. Das ist super dumm. Leute. Was soll ich sagen? Ich glaube, wir müssen uns noch mal ein bisschen aufrüsten gehen. Demnächst. Ja. Komm, da rüber springen ist okay. Ich weiß nicht, der Bosskampf sagt mir gerade ehrlicherweise eher nicht so zu. Der Bosskampf sagt mir nicht so zu. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich gerade ein bisschen nicht so gut unterhalten. Wo schießt der den denn hin?
Na gut. Sag's halt, wie es ist, ne? Ich brauch Munition. Ich brauch Munition und das nicht zu knapp. Von dieser Waffe hier. Aber das ist ja grundsätzlich schon mal eine gute Stelle, an die wir jetzt bis hier hingekommen sind. Wir speichern das Ganze mal auf Platz 2. So. Wir sind so weit gekommen, ohne zu sterben. So, ich will aber wirklich nur die Waffe haben. Das ist das Ding. Die anderen bringen mir absolut gar nichts. Die nehmen mir nur Platz weg in meinem Inventar. Und wenn wir Munition finden, finden wir dann plötzlich ganz andere Waffenmunition. Und das möchte ich einfach nicht. Sage ich so, wie es ist. Okay, das juckt mich nicht. Ich glaube, ich habe es mittlerweile ganz gut gerafft, wie ich hier was ausweichen kann. Okay, wichtig. Oh, jetzt macht er neue Sachen. Gefällt mir nicht so. Was? Habt ihr das gesehen? What the heck? Aber warte mal. Ach scheiße, jetzt kann ich nicht mehr zurückspulen. What the heck? Was ist da passiert? Nee. Warte. Kann ich zurückspulen? Ah, nee. Ich will das jetzt hier laden wieder. Okay. Grundsätzlich sieht das ja schon mal ganz gut aus, wenn ihr mich fragt. So, jetzt müssen wir wieder Munition sammeln. Lädt sein Schild wieder auf. Das wäre jetzt grundsätzlich erstmal Frage, die ich mir stellen würde. So. Wir haben 8, das reicht aber noch nicht. Ich brauche mehr Munition von dem, was wir bekommen. Also, sorry, wenn ich das so sage, ne? Nein. Aber der Bossgegner ist ja mal sowas von Quatsch. Okay. Ich glaube ehrlicherweise, das lädt sich nicht wieder auf. Okay, 12 Schuss. Es gibt gute Bossgegner und dann gibt es diesen komischen Schmarrn? Nee, da muss ich wieder zurückspulen. Ja, auch keine Chance einfach. Ne, da muss ich wieder zurückspulen. Ich sehe, dass das nichts wird.
Warte. Neuer Speicherpunkt gesetzt. Nein! Nein. Nein. Oh mein Gott. Ja, speichern. Nee. Nein! Also was soll das denn? Ich verstehe das nicht. Vorne und hinten verstehe ich das nicht. Das ist Quatsch. Das ist super Quatsch. Das ist doch super. Was soll ich denn da machen? Hallo? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also klar. Okay, wichtig. Speichern. Ja, guter Save-Punkt. Nee. Nee, da muss ich auch wieder zurückspulen, bin ich ehrlich. Nein. Oh. Okay, schaffe ich das? Schlag! Oh mein Gott! Was ist denn, Kleiner? Das sind Quarks echte Eltern. Scrunch sagt, dass sie durch defekte Technomitengeräte getötet worden sind. Mann! Das ist echt bitter. Sagen wir es, Quark? Ich glaube, er weiß es schon. Also werde ich wegen ihm meine richtigen Eltern nie mehr kennenlernen. Ich erkenne deine Eltern auf dem Foto. Sie waren echte Superhelden ihrer Zeit. Du kannst stolz auf sie sein. Irgendwie bezweifle ich, dass es ihm um Stolz geht. Wie konntest du so etwas Böses tun? Du kanntest die Wahrheit und hast sie benutzt, um dir zu holen, was du wolltest. Jetzt hole ich mir, was ich will. Was machst du da? Du kannst das nicht bedienen! Hältst du mich für einen Idioten? Wie wär's, wenn wir Gehirne tauschen würden? Du willst Intelligenz? Jetzt kriegst du... Das Gegenteil davon. Ich glaube, das ist keine gute Idee, Quark. Warum kommst du nicht einfach raus da und lässt dich von uns ein wenig beruhigen? Wie wär's? Ja, Quark, überleg dir genau, was du da tust. Otto hat recht. Du hast keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Im Moment ist mir das egal. Thank you.
was sollen wir denn jetzt mit ihm machen? Scrunch hat wohl einen neuen Verwandten bekommen. Na toll. Können wir jetzt abhauen? Ich habe in einer Stunde einen Massagetermin auf Pokitagu. Gute Idee. Wow. Holen Sie sich noch heute Ihren Kampf Ratchet, das realistischste Kriegsspielzeug aller Zeiten. Warnung, Kampf Ratchet ist ein echtes Lebewesen mit teilweise irrationalen Impulsen. Wir empfehlen dringend, Kampf Ratchet nur dann in seiner Verpackung aufzubewahren, wenn genügend Atemlöcher vorhanden sind. Ich bin froh, dass Sie ist eine Verwendung dafür gefunden haben. Bescheuert. Ja. Und Quark hat auch endlich ein paar Freunde. Ich nahm es also mit dem Krakenmonster von Oceania 8 auf. Ich zog meine geliebte Elektrokanone, doch das Meerwasser hatte sie nutzlos gemacht. Hey, jetzt wird's erst richtig spannend. Er ist vielleicht klein, aber sein Ego ist immer noch riesig. Nice. Und damit, liebe Leute, haben wir es geschafft. Wir haben Ratchet & Clank Size Matters durchgespielt. Also, ich muss ja wirklich sagen, das Spiel ist nice. Geile Waffen wieder, geile verschiedene Ideen. Viel, was eingebracht wurde. Viele coole Verbesserungen. Aber dieser Bosskampf war absolut Schmutz. Und ich weiß nicht, wie ich als Jugendlicher das hinbekommen habe. Aber mit der Rückspulfunktion... Danke, Sony, dass ihr die implementiert habt. Ja, was brauche ich großartig sagen? Ich würde dem Spiel jetzt pauschal eine gute 80% geben. 80? Ja, 80 ist, denke ich, mal in Ordnung. Für das kleine, aber feine Spiel, mal so ein kleines Spiel zwischendurch. Wir haben Ratchet & Clank Size Matters durchgespielt. Da bin ich super stolz drauf. Ich glaube, Pro und Contra braucht man nicht anführen. Es war halt auf der PSP damals ein großes Ding. So, da ist das einfach ein geiles, fast vollwertiges Ratchet & Clank-Spiel. Und das war früher schon krass, dass man das auf dem Handheld zocken konnte. Heutzutage, keine Frage, man hat die Switch, da hat man viel krassere Handheld-Spiele, was man spielen kann. Aber trotzdem, für damalige Zeit war das nice. Gameplay-technisch auch immer noch super alt geworden. Mir fehlt natürlich ein bisschen so die Funktion, dass man mit dem rechten Stick sich umschaut, nach oben und unten. So, die horizontale Ebene, das ging leider nicht, seitlich kein Problem. Aber an für sich einfach ein gutes Spiel für zwischendurch. Perfekt auf diesen Handheld-Markt ausgelegt. Manche Sachen waren halt dumm. So dieses Alma Safe-Softlocken, was mir passiert ist. Das muss halt nicht sein. Das muss im Spieletesting auffallen. Das darf nicht passieren. Naja, kurzes Spiel. Kurzes Fazit und damit ist es das gewesen von meiner Seite aus. Das war Ratchet & Clank Size Matters. Wenn ihr Bock auf weitere Projekte auf meinem Kanal habt, schaut mal in die Playlists. Es ist schon einiges vorhanden, vor allen Dingen, falls ihr gerade im Ratchet & Clank Fieber seid, kann ich Ratchet & Clank Rift Apart auf der PlayStation 5 sehr empfehlen. Ansonsten würde ich sagen, war's das. Wir sehen uns bei einem meiner anderen Projekte. Wenn ihr Spaß hattet, Daumen nach oben, beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.